Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Bei mir gibt es heute mega luftigen und leckeren Hefezopf mit Nussfüllung. Er ist sehr einfach und schnell in der Zubereitung. Klar, der Hefeteig braucht seine Zeit zum Aufgehen, ansonsten hast du wenig Arbeit damit. Alle Mengenangaben findest du wie immer in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Schauen und Nachbereiten und jetzt zum Rezept. Für den Hefeteig nehme ich 350 Gramm Weizenmehl, 2 Esslöffel Zucker, etwa 180 Milliliter Milch, Prise Salz, 50 Gramm Butter, ein Ei und 20 Gramm frische Hefe. So, das Mehl habe ich gesiebt, jetzt mache ich eine Mulde rein, gebe einen Esslöffel Zucker hinein und andere Esslöffel kommt am Rande. Dann kommen 4 bis 5 Esslöffel warme Milch ebenso in die Mulde. Hier musst du aufpassen, die Milch darf nicht zu heiß sein, maximal 35 Grad. Die Hefe mag es warm haben, aber nicht heiß. Und schließlich wird der Hefewürfel grob hineingebrökelt. Das, was in der Mulde ist, verrühre ich noch kurz miteinander, bestreue mit etwas Mehl und lasse für ca. 10 Minuten ruhen. Die 10 Minuten sind vergangen, schau mal, die Hefe arbeitet schon und geht hoch. Jetzt gebe ich zu der restlichen Milch die Butter, 50 Gramm, stelle den Topf auf die Kochplatte und lasse die Butter bei niedriger Hitze schmelzen. Nun gebe ich in die Rührschüssel Prise Salz, ein Ei, das Ei soll Zimmertemperatur haben, damit der Teig schön warm bleibt und die Hefe weiter gut arbeitet. Und zuletzt kommen die geschmolzene Butter und warme Milch hinzu. Zur Erinnerung, beide Zutaten dürfen nicht zu heiß sein. Das verarbeite ich jetzt zu einem glatten, homogenen Teig, zuerst in der Schüssel und dann auf der Arbeitsfläche. Ich mache es ganz klassisch mit den Händen, du kannst natürlich aber eine Knetmaschine benutzen, dann geht es auch ein bisschen schneller. Damit der Teig später auch sehr gut hochgeht, muss der ordentlich durchgeknetet werden, zwischen 5 und 10 Minuten. Wie du siehst, bleibt der Teig auch nicht mehr an den Händen kleben. Jetzt forme ich ihn zu einer Kugel, lege zurück in die Schüssel, decke mit einem sauberen Handtuch zu und lasse für etwa 2 Stunden ruhen. Für die Füllung nehme ich 25 Gramm Butter, 100 Gramm grob gehackte Walnüsse, 100 Gramm Zucker und etwa einen halben Teelöffel Zimt. Die Butter stelle ich auf die Kochplatte zum Schmelzen und währenddessen beschäftige ich mich mit dem Teig. Der ist sehr schön aufgegangen, zart und geschmeidig. Bleibt auch nicht an den Händen kleben, jetzt kommt er auf die Arbeitsfläche, wird ordentlich durchgeknetet und dann zu einem Rechteck etwa 35 auf 40 cm ausgerollt. Der ausgerollte Teig wird jetzt komplett mit der geschmolzenen Butter bestrichen. Nun werden alle Zutaten für die Füllung gut vermischt und gleichmäßig auf dem Teig verteilt. Die Füllung drücke ich noch leicht mit den Fingern in den Teig rein und schließlich wird das Ganze eingerollt. Der Rand, den ich auf einer Seite freigelassen habe, wird an der Rolle festgeklebt, damit es gut zusammenhält. Die Rolle verlege ich schon mal auf das Backpapier und schneide sie mittig in zwei gleiche Hälften der Länge nach auf.
Das Aufschneiden beginne ich etwa 2 bis 3 cm vom Rand entfernt. Die Rolle bleibt also auf einer Seite ganz. Nun flechte ich die Rolle zu einem Zopf, indem ich die zwei Stränge mit der Schnittkante nach oben drehe und sie dann abwechselnd übereinander lege. Jetzt richte ich noch das Ganze, damit der Zopf richtig schön und fein aussieht, verlege ihn auf das Backblech und lasse ihn noch etwa 20 Minuten ruhen. An einem warmen Ort, so dass der Zopf noch etwas mehr an Volumen bekommt. Danach kommt der Nusszopf in den vorgeheizten Backofen und verbringt dort etwa 25 bis 30 Minuten bei 175 Grad Ober- und Unterhitze. Und fertig ist der traumhafte Hefezopf mit Nussfüllung. Aromatisch, fluffig, zart und sehr köstlich. Backe ihn unbedingt nach und schreib mir in die Kommentare, wie er dir gelungen ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Rezept gefallen hat, würde ich mich über dein Like und Abo sehr freuen. Bis zum nächsten Video.